Ja, guten Tag. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Crusader Kings 2. Ja, beim letzten Mal, da haben wir ein paar Ländereien verloren. Uns gehören nur zwei Gebiete. Und die wollen wir natürlich mit aller Macht verteidigen. Ja. Schauen wir mal, ob das doch so funktioniert. Erstmal schön Auto gespeichert und hier Pause beenden. Wir haben eine Armee, die zwar irgendwie scheiße ist, aber egal. Aber hier ist noch so ein Ort, der ist noch ein bisschen kleiner als meins. Oder uns gehört doch irgendwas, keine Ahnung. Naja. Können wir verschiedene Karten sehen. Ja, hier Kind. Kind ist auch immer wichtig, so. Da war ein Schiff. Wir haben ja auch noch eins auf großer Fahrt, aber das ist irgendwo. Scheint mittlerweile verschollen oder so. Wurde von irgendwelchen Piraten festgehalten. Das kann ja alles sein, ne? Schneller! Ich will wieder Texte vorlesen. Auto speichern. Ja, das war jetzt auch mal ein Text, den ich mal vorlesen muss. Ah! Es ist mir zu Ohren gekommen, dass der Kanzler der Asturias de Santillana Gulen de Vela mit Drohung und Bestechung durch mein Domäne gezogen ist, um genug Leute zur Anerkennung eines Anspruchs auf meinen Titel zu bringen. Ein Anspruch, den es für Graf Monjo von Asturias de Santa Lila, seinem Lehnsherrn, fingiert hat. Das sollten Sie besser nicht zu Ende führen wollen. Ah. Manio Guneris de Lara hat sich entschieden, Anspruch auf meinen Titel zu erheben, obwohl er dafür bloß ein lächerliches und ganz offensichtlich gefälschtes Dokument vorzeigen kann. Solch ein Bastard. Haben wir nur mit so Vollidioten hier zu tun, ey. Unglaublich. Ach so, nochmal schwanger. Ich bin definitiv schwanger. Ja. Für Kinder, die mittlerweile hatte. Aber erstmal mal Auto speichern. Ne? Ja, hey, noch ein Kind. So gefällt uns das, ne? In Santiago ist eine Revolte ausgebrochen. Die Bauern sind wütend über meine Gewaltherrschaft und haben daher zu den Waffen gegriffen. Wie können sie es wagen, sich gegen mich zu stellen, ja? So sieht das aus hier. Und hier auch noch. Sieg, ja. Den ersten Sieg. Ich fühle mich nicht gut. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich brenne vor Fieber. Meine Nase läuft und mein Kopf fühlt sich an, als probiere jemand seinen neuen Schmiedehammer daran aus. Aha. Ich will sterben, das ist natürlich nicht so schön. Wir haben Sieg geholt. Komm, werd aber noch mal schwanger hier. Noch ein paar Mal. Hast du zig Kinder? Heute Morgen, als ich erwachte, fühlte ich mich schon wesentlich besser. Wie mir scheint, ist die Krankheit ausgestanden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin definitiv schwanger. Ja, siehst du, die ist dauernd schwanger. Mein Gatte wird erfreut sein. Ja. Graf Anso von Valladolid versucht mir meinen Titel zu erschreiten. Sein Kanzler Diego Venigomez soll in der Gegend von Burgos herumreisen, auf der Suche nach Dokumenten und Unterstützern, die ihm helfen, einen Anspruch auf den Titel zu legitimieren. Ich muss etwas dagegen unternehmen. Ihn verschwinden lassen, ja. Der Mörder, die ich aussandte, versagten kläglich beim Versuch, den unschräbigen Kanzler zu beseitigen. Diego Benno Gomez arbeitet weiter an einem fingierten Anspruch auf meinen Titel. Verdammt! Es hier mit meinem Finanzen läuft überhaupt nicht gut. Kann ich die Steuern erhöhen irgendwie? Ich brauche Geld, Geld, Geld. Kreuzung um Jerusalem. Seine Heiligkeit, Papst Nikolaus III., ist von Hilferufen der christliche Bevölkerung von Königreich Jerusalem überzeugt worden. Er ruft alle tauglichen Männer Europas auf, ihre Waffen gegen die bösartigen Kalifzahler zu erheben, um Jerusalem aus den Fängen der Moromenadischen oder so Ungläubigen zu befreien. Gott wird den Pilgern dafür ihre Sünden erlassen. Okay. Schicken wir natürlich direkt eine ganze Armee von 1000
Du greifst erstmal an auf Jerusalem. Jerusalem. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass der Kanzler der Kataliot M. Mangol mit Drohung und Bestechung durch meine Domäne gezogen ist, um genug Leute zur Anerkennung eines Anspruchs auf meinen Titel zu bringen. Einen Anspruch, den er für Graf Perre von Kalajut, sein Lehnsherrn, fungiert hat. Das sollen sie besser nicht zu Ende führen wollen. Und jetzt sprechen wir erstmal ab. Pierre de Emperz hat sich entschieden, Anspruch auf meinen Titel zu erheben, obwohl es dafür bloß ein lächerliches und offensichtlich gefälschtes Dokument vorzeigen kann. Soll ich einfach sagen, ja. Ja, hatten wir auch schon. Jerusalem, ja. Ist das nicht hier so? Ja, keine Ahnung, wo das ist. Ist doch hier so, ne? Ich guck mal einmal was nach. Ich cheat mal einmal. Ja, wie ich schon meinte, das müsste hier so sein. Hier. Was ist das? Kann ich auch nicht angreifen. Natürlich alles ein bisschen doof. Ich schicke euch mal einfach dahin. In Cortufa ist eine Revolte ausgebrochen. Die Bauern wüten über meine Gewaltherrschaft und haben daher zu den Waffen gegriffen. Wie können sie es wagen, gegen mich zu stellen? Niederlage, okay, das ist nicht so gut. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass der Kanzler der Asturias, der Oviedo Salvador, der Oviedo mit Drohung und Bestechung durch meine Domäne gezwungen ist, um genug Leute zur Anerkennung eines Anspruchs auf meinen Titel zu bringen. Ein Anspruch, den er für Graf Oveco von Asturias de Oviedo ein Lehnsherrn fingiert hat. Das sollen sie besser nicht zu Ende führen, genau. Oveco Diaz de Oviedo hat sich entschieden, Anspruch auf meinen Titel zu erheben, wo er dafür bloß ein lächerliches und ganz offensichtlich gefälschtes Dokument vorzeigen kann. Ja, solcher Bastard. War auch schon. So, jetzt wollen wir natürlich wieder zurück erlangen, irgendwie. Aha, jetzt. Niederlage, okay. Jetzt geht's aber hier voll leer. Niederlage. Gut. Ich denke, so langsam Fadrique könnte ein Auge auf mich geworfen haben. Bezirzen, so. Er besucht das Gemach von Fadrique und betrieben es ordentlicher. Hab jetzt überhaupt noch eine Armee? Nochmal Niederlage, Belagerung von Lugo. Ein klammheimliches Treffen mit einem anderen Mann wurden immer beschwerlicher. All den Lug und Trug peinigt meine Seele. Und das Verlangen nach meiner wahren Liebe ist beinahe unerträglich. Etwas mehr Einsatz und es kann funktionieren. Okay. Eure Niederlage. Eure Weisheit und Gnade sind legendär. Wir schlagen vor. Ich schlage mir vor. Refe Mayo von Astor versuchen wir mal ihn verschwinden lassen einfach. Wieder die versagten kläglich, ey. Verdammt. Und hier Reichtum läuft auch nichts. Prinzessin Berengere von Avira ist ein Vorjährig. Sie wird ein unnachahmlicher Ränkeschmied. Okay, spannend. Chiatum Anatolien. Das große sunnitische Kalif Alak hat beschlossen, seinen Dschihad gegen die Giauren im Sultanat von Anatolien auszurufen. Er ruft alle rechtschaffenen sunnitischen Muslime an die Waffen, um gegen Basileus Theokistos vom byzantischen Kaiserreich für den Ruhm des Islam im Feld zu ziehen. Allah ist barmherzig, das geht uns nichts an, ja. Sind also Jus, die spielen sich eher wo, ja, ab hier. Interessiert uns denn, was hier wo ist oder so, das sieht doch kein Menschen. Sizilien? Genau. Sizilien war scheinbar mal größer, ne? Ich weiß nicht, ob das historisch richtig ist, das weiß ich nicht. Vor Rildachanschus ist nun feucht. Sie wird ein zäher Soldat. Okay.
dann würde ich mal sagen, mit diesen tollen Nachrichten, ja, da verabschiede ich mich erstmal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bewertet doch mal ruhig den Teil. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.